ihr Lieben, herzlich willkommen in meine Torten- und Kuchenwelt. Heute habe ich für euch wieder leckeres Nutella-Gebäck mit Hefeteig und komme dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Wir brauchen 500 Gramm Mehl, 250 Milliliter lauwarmes Wasser, 2 Esslöffel Öl, ein Päckchen Trockenhefe, eine Prise Salz und so ungefähr 3 bis 4 Esslöffel Zucker. Ich habe erstmal das Wasser, Zucker und Hefe in meine Küchenmaschine hineingegeben und ungefähr 10 Minuten gehen lassen. Nach 10 Minuten habe ich die restlichen Zutaten hineingegeben und den Teig vorbereitet. Den Teig habe ich dann so ungefähr 15 Minuten ruhen lassen. Lange braucht ihr nicht. Ich habe aus dem Teig kleine Bällchen vorbereitet. Wie klein ihr die halten möchtet, ist natürlich wie immer euch überlassen. Die Bällchen werden mit einem Nudelholz ganz leicht ausgerollt und darüber wird dann geschmolzene Butter mit ein bisschen Öl bestrichen. Ich habe Butter zum Schmelzen gebracht und ein bisschen Öl hineingegeben und jedes Bällchen wird dann reichlich mit dieser Butter-Öl-Mischung bestrichen. So habe ich dann alles vorbereitet. Ich habe 2 Stapel gemacht. Wie ihr sehen könnt, braucht ihr die Bällchen gar nicht groß ausrollen. Einfach so wie eine Untertasse. Dann abdecken und für eine halbe Stunde in den Kühlschrank geben. Nach einer halben Stunde habe ich die aus dem Kühlschrank rausgeholt und jeden Stapel einzeln ausgerollt mit einem Nudelholz. Also es sind 2 Stapel, die werden dann übereinander einfach mit einem Nudelholz so dünn wie möglich ausgerollt und das geht auch wirklich wunderbar. Dann habe ich den Teig einmal zugeklappt und eingerollt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch auf meiner Instagram-Seite folgen würdet. Ich heiße da auch meine Torten- und Kuchenwelt. Jetzt schneide ich aus dem Teig so ungefähr 3 cm dicke Stücke aus. Mit der geschnittenen Seite habe ich die jetzt hochkantig auf meine Arbeitsplatte gelegt und mache eine Mulde. Und gebe so ungefähr 1 Teelöffel Nutella hinein. Jetzt könnt ihr die einmal schließen und umdrehen. Die umgedrehte Seite ist nämlich das Muster. Das sieht dann wie ein Muschel aus. Ich habe mein Gebäck auf ein Blech gegeben, welches ich mit Margarine bestrichen habe. Also das ist nicht wichtig. Ich habe kein Backpapier gehabt. Ihr könnt auch Backpapier nehmen. Dann habe ich die auf dem Blech so eine halbe Stunde gehen lassen und dann mit Eigelb und Sahne bestrichen. Ich habe in ein Eigelb 2 Esslöffel Sahne hineingegeben. Dann werden sie im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad schön goldbraun gebacken. Mein Nutella-Gebäck ist raus aus dem Ofen. Das heiße Gebäck wird mit reichlich Puderzucker bestreut und schon servierfertig ist das. Das ist richtig super lecker geworden. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.